heute spielen wir mal wieder eine richtig coole App zusammen. Denn heute heißt es, wir laufen in einer Menge. Meine werten Damen und Herren, heute ist mal wieder ein verrückter Tag. Ich bin mal wieder ein bisschen verrückt drauf. Aber das ist nicht schlimm, denn heute werden wir gemeinsam eine Menge sammeln. Und zwar, es geht darum, wir werden hier diesen blauen Typen spielen. Und da steht schon dran, halte und ziehe zum Bewegen. So, das heißt für uns also, wir drücken drauf und dann läuft unsere Person. Und es geht darum, so viele Personen wie möglich zu sammeln und mit diesen Personen dann hier gesund ans Schloss zu kommen. Oh mein Gott, und dann müssen wir hier gegen andere Leute kämpfen. Oh! Und das Schloss einnehmen. Okay, jetzt haben wir gerade Russland eingenommen oder sowas. Okay, ein echt cooles Spiel. Gewonnen! Alles klar, du hast dir verdient. Und wir haben eine Mütze geschenkt bekommen. Okay, dann versuchen wir das mal aus. Was haben wir hier für Skins? Wir können jetzt hier eine Mütze auswählen. Warte mal, ich glaube, wir müssen hier drauf drücken. Nee, müssen wir nicht. Okay, gut. Ich weiß nur nicht, wo meine Mütze sich befindet. Ah, wir können aber hier unten, ne, unsere Skills aufwerten. Das heißt, wir können hier Aufwertung Level 1, die Schwerter aufwerten. Wow. Okay, dann das Level aufwerten und das hier auch aufwerten. Okay, und dann können wir uns immer noch eine Sache... Oh mein Gott, der hat jetzt oben bei mir schon ein Schwert und ein Schild. Okay, gut, wir laufen jetzt einfach mal eine Runde los. Packen die Typen mit ein, holen den Schlüssel, packen die Typen mit ein, dann hier durch die Kreissägen und... Wow, jetzt gegen den Chinesen kämpfen wir hier. Bam, 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 bam. Okay, und die Burg ist gestürmt. Okay, das läuft ja alles noch richtig safe so für den Anfang. Finde ich richtig nice. Und nochmal 300 verdient. Schönes Ding, ja, geht direkt bei uns drauf. Und wir kriegen hier Geschenk, aber ich verstehe nicht, warum da so eine Mütze angezeigt wird. Naja, okay. Beste Belohnung. Okay, 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 was wählen wir aus? Die da. Okay, ein Zauberhut. Die da. Okay, ein bisschen Geld. Und die da. Nochmal ein bisschen Geld. Alles klar. Gut, dann haben wir jetzt einfach ein bisschen Kohle dazu geschenkt bekommen. Ey, und unser Charakter ist jetzt endlich gelb. Okay, wir können uns übrigens nochmal einen Waffen-Upgrade holen, statt einem Baseballschläger. Zack. Haben wir jetzt einfach nochmal ein bisschen mehr Damage da drin. Und wir können uns vielleicht nochmal hier ein bisschen mehr Geld holen, ja, sodass wir mehr Geld verdienen können. Das ist sehr nice. Und ja, dafür würde ich jetzt sagen, let's go. Oh, jetzt müssen wir da noch ein paar Leute mitnehmen, damit wir links nicht gegen das Ding da rennen. Okay, die da noch mitnehmen. Okay, und jetzt in einer großen Truppe. Oh mein Gott, da ist ein Bossgegner. Wow, der ist riesengroß, Alter. Wow. Oh, okay, wir haben ihn zum Glück besiegt. Alles klar, die Burg ist gestürmt. Oh mein Gott, das ist so ultra dumm, ey. Das ist so richtig dumm. 420 Münzen haben wir bekommen und unser XP-Balken geht weiter hoch. Okay, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Aufwertung für Damage. Ich würde immer auf Damage gehen und unser Schwert ist blau geworden. Okay, laufen wir mal los und gucken wir uns mal an, was wir jetzt für eine Armee bekommen. Am besten alle Münzen mitnehmen. Zack. Oh ja, alle Münzen hier. Oh nein, unser König ist gestorben. Oh mein Gott. Alle meine Figuren sind fast gestorben. Was ist denn hier passiert? Aber ich krieg hier neue. Okay. Oh, okay, okay. Da sind wirklich viele gerade gestorben. Das war zum Glück jetzt nur ein Level, wo wir einfach nur ein bisschen Geld verdient haben. Und zwar 358. Perfekt. Dadurch haben wir jetzt sogar noch mehr Geld, was ihr investieren könnt, in Rüstung. Cool. Dadurch haben wir jetzt eine bessere Rüstung. Okay, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht mehr so viele Leute verlieren in unserer Truppe. So, wir nehmen hier das Geschenk mit. Ne, dann gehen wir hier nach links wegen der Säge. Oh, und jetzt haben wir alle. Mal gucken, gegen wen wir kämpfen. Ne? Gegen Yuri. Okay, aus Kuba. Oh, Kuba. Oder war das Kuba? Ich bin mir nicht ganz sicher. Könnte auch eine andere Flagge sein. Es tut mir leid, was ich verwechselt habe. So, dann haben wir hier nochmal ein bisschen Geld bekommen. 420, perfekt. Und neues Level, oder? Anfordern, Geschenk. Ich glaube, wir haben das Geschenk auch so, oder? Ah, die Überraschungsbox. Öffnen. Was ist drin? Ein Cowboy-Hut. Ja, ein Cowboy-Hut. Oh mein Gott, jetzt haben wir den sogar angezogen, den Cowboy-Hut. Na, das ist mal lässig. Okay, ich würde aber sparen, bis wir eine bessere Waffe bekommen. Ich weiß nicht, was man machen kann mit der Gruppe, damit nicht alle immer sterben, ne? Das ist ein bisschen schwierig. Ah, hier muss man einen Knopf drücken, damit man durchkommt. Okay, das heißt, das war jetzt nochmal eine ganz neue Sache. Das heißt, wir müssen auch manchmal Knöpfe drücken, damit unser Team ganz ankommt, okay? Schönes Ding. Direkt wieder tanzen, Jungs. Und wir haben jetzt Dings Südkorea eingenommen. Sehr nice. So ist das Spiel gut. Oh, jetzt kriegt man hier als nächstes so ein Ninja-Band als Geschenk. Neue Waffe geholt und weiter geht's. Okay, jetzt müssen wir hier wieder ausweichen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Oh, hier muss man jetzt ein bisschen so herumschwenken. Oh, da sind ja Gegner schon auf dem Weg. Wow. Und da hinten ist ein Bossgegner. Oh, au. Mit der Brille. Oh mein Gott, der ist richtig stark. Oh, der ist richtig stark. Oh, oh, oh. Oh,
Alter, bei mir haben nur 5 Leute überlebt. Von voll vielen davor. Wir waren ja davor locker 10 oder 15 Leute. Und sogar mein Typ mit dem Hut ist sogar gestorben. Crazy. Okay, okay. 40%. Oh, und jetzt dürfen wir uns wieder eine Box aussuchen. Okay. Die beste Belohnung ist dieser Mohawk-Trend da oben. Müssen wir uns das aussuchen. Das hier. Münzen nur. Okay, das hier. Das hier links. Oh, auch Münzen. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Der Mohawk in der Mitte. Nein, schade. Nein, danke. Oh, halte und ziehe zum Bewegen. Was ist das denn? Das ist ein Bonuslevel, wo man mit einer Kanone schießen muss. Okay, 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 okay. Jetzt muss ich hier so Bälle schießen, damit ich die Mannschaften dort hinten, die da gerade angelaufen kommen, dass die erwische. Okay, 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 okay. So, wir können dann hier nochmal die da hinten abschießen. Oh, oh, da kommen welche an. Die muss ich treffen. Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Alle getroffen. Gewonnen. Ja, ja, ja. 144 Münzen direkt bei uns. Richtig schönes Ding. 1000 Münzen haben wir fast. Und für 1010 können wir uns eine neue Waffe holen. Okay, weiter geht's. Da ist jetzt so ein kleines Sägeding. Da können wir chillig durchlaufen. Die hier mitnehmen. Da geht die Hälfte dann wieder tot. Dann die hier vor den Bällen ausweichen, Leute. Und zum Kampf. Oh, gegen Spanien. Okay. Zack, zack. Bisher noch keinen einzigen Kampf verloren. Finde ich gut. Ja, wir haben eingenommen. Die gelbe Armee ist da. Okay, perfekt, perfekt. So, nein, danke. Und die XP mitnehmen und auf weiter. So, jetzt können wir uns die bessere Waffe holen, okay? Das heißt, wir drücken hier auf die bessere Waffe und haben jetzt eine Axt als Waffe. Sehr nice. Okay, dann laufen wir hier einfach mal ganz gechillt los. Oh, wir können übrigens auch langsam... Oh, wir können sogar stehen bleiben, ist mir aufgefallen. Guck mal, das heißt also, wenn wir hier ein bisschen stehen bleiben wollen, können wir auch hier ein bisschen aufpassen. Jetzt musste ich da ein paar Leute... Oh nein, da habe ich jetzt viel zu viele Leute verloren. Oh Gott, bin ich ein Deppel. Jetzt alle rüber, dadurch verliere ich keinen. Und jetzt habe ich hier noch ein paar mehr. Okay, ist, glaube ich, jetzt eine schwierigere Schlacht. Aber daher, dass wir jetzt Waffen haben und so, ist es besser, glaube ich. Okay, perfekt, schönes Ding. Ah, wir können also auch wirklich stehen bleiben. Das könnte uns auf jeden Fall voll viel mehr helfen, weil normalerweise bin ich bisher immer durchgerannt einfach. Und neues Level bekommen. Nices Ding. Überraschungsbox, let's go! Oh, es lädt. Ich kann es nicht drücken. Okay, gut, dann möchte ich die Überraschungsbox nicht haben. Aber wir möchten mehr Geld haben. Deswegen, lass uns mal hier durchlaufen. Oh Gott, hier sind hier viele Bälle. Okay, ganz chillig. Wir müssen hier... Oh mein Gott, den einen haben wir gar nicht mitgenommen. Oh, jetzt muss ich hier richtig aufpassen, wie viele Leute ich hier sozusagen mitnehme. So. Oh, da ist jetzt einer gestorben. Da rechts sind noch ein paar Leute. Zack, zack. Okay, jetzt habe ich hier noch ein paar. Zack, zack. Und jetzt die hier alle überrennen. Schönes Ding. Und dann nochmal, zack, hier die Leute mitnehmen mit dem Schlüssel. Und jetzt gegen ein Einhorn kämpfen. Okay, haben wir das ein... Oh, oh, das kann... Das, oh, 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 oh. Oh nein, ich glaube, wir schaffen das nicht. Yo, was, 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 was? No! Ich habe es nicht geschafft. Ich habe das Einhorn nicht bekommen. Oh mein Gott, da ist noch so ein dummer Hut als Geschenk. Okay, was könnte ich hier haben? Hier kann ich den Indianerhut bekommen. Unten rechts, Geld... Hier Geld und da auch nur Geld. Mist. Okay, nein, danke. So, wir brauchen mehr Rüstung und wir brauchen mehr Leute. Okay, die Idee ist, wir nehmen hier die Leute mit. Safe. So, wir haben tatsächlich gerade eine Runde verloren, Mann. Oh, Mist, jetzt habe ich da... Oh mein Gott, ich habe meinen Hauptkämpfer verloren. Das ist das Dümmste überhaupt. Okay. So, die hier alle mitnehmen. Da ist er. Der hat nur noch 11 HP. Das heißt also, die HP, die er hat, die werden nicht aufgefrischt, sondern wir kämpfen von dort aus weiter, wo wir aufgehört haben. Zum Glück. Aber wir haben es nicht geschafft, ihn gleich beim ersten Mal zu kriegen. Oh mein Gott. Aber die Burg haben wir eingenommen. Easy going. Okay. Dann bekommen wir hier wieder XP. So, halte und ziehe zum Bewegen. Okay, okay, okay. Ich freue mich schon wieder auf ein Bonuslevel oder so. Jetzt muss ich hier schnell alle Leute so aufsammeln. Okay. Sehr nice. Okay. Oh nein, jetzt habe ich meinen Hauptmenschen wieder getötet. Okay, aber hier bekommen wir jetzt wieder neue Menschen dazu, die uns helfen, die Münzen zu sammeln. So, und hier nochmal ein paar Münzen sammeln. Und das war ein Bonuslevel sogar. Hey, cool. Alles klar. Gut, da haben wir dann nochmal einen kleinen Schatz gefunden. 424 Münzen gerade verdient. Sehr nice. Dadurch können wir uns jetzt bestimmt wieder eine Aufwertung holen für Geld. Okay. Das heißt, hier laufen... Oh mein Gott, hier gibt es jetzt Spikes in dem Level. Okay, okay, okay. Jetzt zack. Oh nein, jetzt habe ich nur einen mitgenommen. Dabei hätte ich viel mehr mitnehmen können. Oh nein. Warte, so ist gut. So, hier drüber laufen. Jetzt hier nochmal eine kleine Mannschaft gründen. Auf den grünen Knopf.
die anderen Leute hier mitnehmen. Alles klärchen und reingehen. Okay. Oh, gegen Alexander kämpfen wir hier. Das ist ein Deutscher. Oh, der hat aber auch viel geschafft, du. Der hat es aber auch richtig gut gemacht. Aber wir haben ihn noch besiegt. Das heißt also, dahingehend haben wir das alles noch glatt gemacht. Okay. So, nein, danke. Und die XP mitnehmen. Weiter. Okay. Was haben wir hier? Auch ein Level, wo wir erstmal auf den grünen Knopf drücken müssen. Dann nehmen wir hier die... Oh mein Gott, ich habe wieder nur einen mitgenommen. Das ist so schwer manchmal, die Steuerung. So, den Schlüssel habe ich auch. Dann hier durch die Wand, die alle mitnehmen. So, alles klärchen. Dann hier um die Ecke. Okay, da ist jetzt eine Mine, die sich aufbläst. Ich gehe links lang. Oh Mist, da habe ich ein paar verloren. Okay. Da kämpfe ich jetzt wieder gegen... da kämpfe ich gegen einen Türken. Okay, aber wir haben gerade noch so gewonnen. Okay, gegen die Türken war es bisher wirklich am knappesten. Aber wir haben mit der gelben Armee gewonnen. Voll lustig, dass man da gegen andere Länder kämpft. Okay, und... Nein, danke. So, wir können hier unseren Hut gewinnen, wenn wir es richtig erraten. Oben rechts. Nichts. Unten links. Nichts. Rechts hier in der Mitte. Nein, wieder nichts bekommen. Mist. Okay, was haben wir jetzt? Haben wir neue Skins hier? Wir haben den Cowboy-Hut, den Magier-Hut. Ich glaube, wir nehmen den Magier-Hut. Ich glaube, der ist lässig. Okay, wir sehen damit aus wie ein Magier. Und neue Waffe. Bam. Okay, alles klärchen. Dann versuchen wir hier mal einen neuen Knopf aus. Der ist rot. Was passiert da? Nein, wenn ich den roten Knopf drücke, dann werden die Leute getötet. Das wusste ich nicht. Okay, aber wir haben hier eine kleine Armee, um zu kämpfen. Da vorne müssen wir uns safe ein kleines Geschenk abholen. So, oh, okay. Oh nein, ich bin so dumm. Jetzt habe ich die wieder getötet. Ich darf nicht auf den roten Knopf drücken, aber auf den grünen schon. Okay, da habe ich jetzt ein paar geholt, aber ich bin einfach gestorben. Oh, nein, da ist ein König mit 50 Leben. Ich schaffe den auf gar keinen Fall. Oh mein Gott. Der kriegt mich zu 100%. Oh, okay, du hast verdient 360. Oh, man kann hier so einen Doppeltrinkhalm gewinnen. Oh mein Gott, ist das heftig. So, Überraschungsbox geht gerade nicht. Okay, wir versuchen den jetzt doch noch zu kriegen, den Chefkoch, okay? So, okay, ganz, ganz easy alles. So, zurücklaufen können wir leider nicht. So, ein grüner Knopf, den können wir benutzen. Rote Knöpfe, die sind schwierig. Okay, den habe ich jetzt leider nicht bekommen. Okay, da sind jetzt diese Kämpfer die ganze Zeit. Da muss immer einer von uns einsteigen. Die hier müssen wir mitnehmen. Da gehen zwei weg auf jeden Fall für den Anfang. Hier in der Mitte, alle mitgenommen. Okay, jetzt können wir gegen den gewinnen. Safe, er hat sogar seinen Kopf umgezogen. Jetzt kriegen wir ihn, jetzt kriegen wir ihn! Ja! Oh Mann, Alter. Okay. Aha. Oh yeah. Okay, Leute, das war's auf jeden Fall erstmal von der gelben Armee. Wir werden auf jeden Fall vielleicht nochmal das Spiel weiterzocken, falls ihr da Bock drauf habt. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Dann können wir hier weiter so ein Bonuslevel und sowas machen. Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder, wenn wir mal wieder hier so ein bisschen kämpfen und ein paar kleine Schlachten machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao!